Das wird eine schöne Dreitageswanderung. So, ich glaube 16 Stempel und ein paar Sonderstempel. Der Grenzweg ist das Ziel. Und ich fange an in Bad Sachsa am Bahnhof, weil man dann auf dem Weg Richtung Walkenried noch an zwei Stellen vorbeikommt. Und die erste ist hier der historische Gipsbrennofen, die 192. Und hier treffen sich schon einige Wege. Der Karstwanderweg ist natürlich auch hier im Süden dabei. Dann haben wir den Grünes Band Deutschland. Das ist der, der komplett an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze entlang führt, durch ganz Deutschland. Und da schon ein Hinweis auf den Harzer Grenzweg. Und da haben wir schon die Sachsensteinhütte. Da steht da der Sachsenstein. 332 Meter über Normal Null steht drauf. Kurz vor Walkenried liegt der Andreasteich. Sehr schön, den habe ich noch nicht gesehen, obwohl ich jetzt schon so auf den Walkenried war. Hier gibt es einige Seen. Also der Andreasteich, der heißt eigentlich Höllteich, habe ich gerade gesehen. Und das hier ist der Röseteich. Das ist alles so ein bisschen südlich der Bahnlinie von Walkenried. Das ist wirklich schön. Was man sagen. Das Kloster Walkenried. Da bin ich jetzt das dritte Mal schon. Erst auf dem Baudensteig, dann auf dem Kaiserweg und jetzt auf dem Grenzweg. Immer wieder schön. Das ist irgendwie meine Lieblingsstelle hier in Walkenried auf dem Magister-Eckstorm-Weg, weil hier ist nicht nur der Bach, sondern dahinter kann man das Kloster so schön sehen. Und diesmal gehe ich diesen Weg das erste Mal in die andere Richtung, also Richtung Norden. Und dann geht's zum Hexentanzlast Elrich mit einem wirklich schönen Blick hier rüber. Und als Belohnung steht dann in der Ecke ein Stempelkasten für den Elricher Blick am Hexentanzplatz. Oh, und da ist mein Lieblingsharzer Tier. Guck mal. Und wenn man etwas Glück hat oder den Fahrplan kennt, dann kann man hier die Bahn noch quasi unter den Füßen hindurchfahren haben. Ich werde jetzt hier nochmal einen schönen Hartstein hinlegen, den ich letztes Wochenende gefunden habe. Der ist doch wirklich schick, oder? Dieses Stück gehört zum Karstweg. Hier war die Grenze. Und hier sind auch die ersten Informationstafeln zur Grenze. Hier ist ein schönes, großes, weites Feld und dahinter bäumt sich der Harz auf, in den es jetzt gleich hineingeht, um ihn dann über den Grenzweg komplett einmal bis nach Ilsenburg zu überqueren. Das werden so etwa 75, 80 Kilometer werden, mit einer Etappe, die dann in Ruhegeis endet. Die erste Etappe heute und die zweite auf den Brocken und die dritte Etappe geht dann runter nach Ilsenburg. Ja, toller Weg. Und deshalb auch wirklich so als ein erster Weg geeignet, wenn man so sein leeres Stempelheft noch hat und doch überlegt, Mensch, wie kriegt man das immer auf die Schnelle voll? Dann mal so einen Weg wie den Grenzweg machen. Das ist eine schöne Motivationsgrundlage.
die Zweiländereiche. Da steht sie. Was es nicht alles gibt, ne? Und hier ist ein alter Grenzstein wieder. Ja, die eine Seite steht im Westen, die andere im Osten. So geht das. Oh! In 30 Metern an der Kreuzung geradeaus auf Wanderweg. Das ist schön, danke für den Hinweis. Und in der Mitte sehe ich gerade einen Hartstein. Der sieht ja süß aus. Klasse. Ist ja schon nett, so ein Weg, an dem so viele Blumen stehen hier. Ich glaube, es sind Lupinen. Mal gucken, ob das richtig ist oder nicht. Glockenblumen. Aber die sehen wirklich schön aus. Guck mal. Herrlich. Da hinten ist die Wegkreuzung Stiefmutter. Und hier ist die Stiefmutterhütte, in der der Stempelkasten hängt. Die letzten Meter zum Roten Schuss. Eine der schönsten Hütten im Harz. Ich glaube sogar zweimal zur beliebtesten Stempelstelle gewählt. Da vorne ist sie. Und das sieht doch wirklich aus wie im Wohnzimmer hier, oder? Ganz toll. Ich meine, da ist die Uhr noch. Genau, irgendwohin noch eine Uhr hier. Genau, die haben wir auch hier noch drin. Sehr schön gemacht. Und hier sind ein paar Bretter an der Wand, wo man sich verewigen kann. Ist vielleicht für die von Interesse, die sich eigene Stempel als Wanderkaiser schon gemacht haben. Und da ist dann der Stempelkasten, die Nummer 90. Das letzte Mal war ich hier im Hagelschauer. Das war sehr beeindruckend. Heute ist bestes Wetter, obwohl eigentlich Kühle und Regen angesagt war. Aber alles ist gut. Und da ist die Wendeleiche. Beim letzten Mal, als wir hier waren, waren wir im knallharten Schneesturm hier. Die Bilder werde ich gleich mal einspielen. Mal gucken, ob das geht. Und da ist auch eine kleine Hütte mit dem Stempelkasten dran. Kann man mal ein bisschen besser sehen, wie hier der Schneewagen wegfliegt. Und da kann man auch dran sehen, warum die Eiche Wendeleiche heißt. Denn hier sind die Reste der Wendeltreppe noch zu sehen, die nach oben geführt haben. Das war ein Aussichtspunkt hier. Und von der Wendeleiche aus kann man tatsächlich rübersehen bis zum Wurmberg und zum Brocken. Und das sind die Ziele morgen. Ja, links kann man so ein bisschen den Wurmberg erkennen. Und geradeaus, das ist der Brocken. Nur mal, um es nicht zu vergessen, das ist ein wirklich schöner Weg. Also der Grenzweg hat eine ganz tolle Streckenführung. Manchmal gehe ich auch über den Kolonnenweg, nicht mit den ganzen Betonplatten. Aber hier auf der ersten Etappe ist es wirklich ein schöner Weg, manchmal sehr schmal. Dann hier jetzt schön Gras bewachsen. Und ich habe heute zwei Wanderer getroffen bisher. Gut, ist auch ein Freitag. Aber lässt sich wirklich schön gehen. Also ein toller Weg. Ja, das ist so der klassische Kolonnenweg. Da werde ich morgen noch viel Spaß mit haben. Denn zum Teil sind die Wege dann echt senkrecht am Berg. Aber so zwischendurch ist es mal ganz nett. Wenn der Rest des Weges so ein Traumweg ist, wie eben. Sehr schön. Hier haben wir den Dreiländerstein. Und ich kann mich daran erinnern, dass das eine Stempelstelle gewesen ist. Vor gar nicht langer Zeit. Naja, ein paar Jahre schon her. Aber hier kann man zu leicht ran, weil in der Nähe eine Straße ist. Und deswegen gibt es den nicht mehr, aber für die Inhaber von Android-Handys mit einer Wandernadel-App, die können dann an solchen Stellen einen Geisterstempel
digital stempeln. Sieht sehr cool aus. Aber dafür gibt es in der Hermann-Kerl-Hütte einen Sonderstempel. Dreiländerstein. Echt herrlich, wie hier das Hinweisschild eingewachsen ist in den Baum. Sieht toll aus. Ich hatte gerade das Hinweisschild zur Rappbodequelle gesehen. Und da habe ich gedacht, da biege ich mal kurz ab, mache mal einen kleinen Umweg, um mal zu schauen, ob man da mal große Mengen Wasser trinken kann oder so. Das ist eine leckere Quelle, aber das ist hier die Quelle leider ohne schnell sprudelndes, eiskaltes, leckeres Quellwasser. Davon wird es heute viele Kilometer geben. Und jetzt kommen diese krassen Down and Uphills. Erstmal geht es schön runter und auf der anderen Seite kann man dann schon sehen, da geht es senkrecht wieder hoch. Weil die Grenze hat natürlich keine Rücksicht auf irgendwelche Landschaftsformen genommen. Der Ring der Erinnerung. Die Nummer 46 ist das. Das finde ich ist ein ganz wichtiger Abschnitt hier vom Grenzweg, wo noch alte Zäune stehen. Da hinten kommen gleich noch ein paar andere Exponate. Und hier haben wir zum Beispiel auch noch einen Grenzturm stehen. Natürlich den Kolonnenweg hier. Und hier ist die Köthe am Grenzmuseum. Da habe ich vor gar nicht langer Zeit mal eine Nacht drin verbracht, als es kalt war und geschneit hat. Also das Prinzip funktioniert, dass es da oben abziehen soll. Aber am Ende war es dann doch ganz schön verqualmt da drin, das muss man sagen. Es schneit. Ist das nicht idyllisch? Das wird, glaube ich, gar keine so kalte Nacht. So wurden zum Beispiel die Bäche gesichert, damit da keiner durchschwimmen konnte. Dazwischen sind die Hunde gelaufen. Ja, man muss auf diesen Wegen immer aufpassen, dass man nicht in so eine Kuhle reinrutscht und dann da umknickt. Hier kann man jetzt doch ganz gut in der Mitte gehen. Das geht aber auch nicht immer. Aber diese Kolonnenwege gehören natürlich zum Grenzweg dazu. Deswegen macht man das ja. In diesem Bereich wurden zwei Menschen durch Minen getötet. Und hier steht eine Gedenktafel am Wegesrand. Deutschland wieder vereint. Großer Gedenkstein hier. Spaltung und Wiedervereinigung bedeutet das. Und hier stoßen wir auf die ersten Anzeichen vom Hexenstieg, der hier nämlich auch
Wenn es wird, den werde ich mir noch mal ganz genau anschauen. Ja, Kaffeehorst. So, Richtung Wurmberg und Brocken wird es schon mal ein bisschen voller. Am Kaffeehorst waren auch ein paar. Aber dort habe ich im Stempelkasten einen ganz tollen Stein gefunden, den ich hier mal kurz einblenden muss. Mir reicht's, ich gehe wandern. Na, das ist doch genau der richtige Stein für mich. Und da ist sie, die Treppe zum Wurmberg hoch. Letztes Mal war Eis und Schnee, das war echt ganz schön glatt. Aber jetzt, ja, ist immer ein besonderer Aufstieg, finde ich. Einmal da hoch und rechts geht es dann weiter Richtung Brocken. Ja, so geht Treppe. Ja, ist lang. Man denkt, dass man oben ist. Da kommt noch so eine kleine Zugabe. Also nie denken, dass man oben ist. Das ist jetzt der Blick vom Wurmberg zum Brocken. Hier ist dann die Wurmberg-Baude und von rechts ist der Stempelkasten. Okay, hier natürlich ist die Kasse. Das ist der Ulmer Weg jetzt runter vom Wurmberg in Richtung Brocken. Und das ist hier richtig schön. Beim letzten Versuch, den Ulmer Weg hier zu gehen, zum Brocken rüber, das war ja dieses Schneesturm-Wochenende. Da baue ich aber noch mal so ein paar Bilder ein in diesem Film. Da sind wir hier im Ulmer Weg einfach stecken geblieben. Also ich bin eingesackt bis fast zur Schulter und damit war der Rest der Familie einfach verschwunden. Und dann mussten wir irgendwie zu Fuß zurückgehen nach Braunlage, sind dann mit dem Bus nach Schierke gefahren, dann mit dem Zug wieder zum Brockenhof, weil wir da das Hotel gebucht hatten. Ja, war sehr abenteuerlich. Dafür haben wir dann im Brockenhotel auch nichts gesehen, weil natürlich alles komplett zugeschneit war. Aber das war eine tolle Geschichte, ein tolles Erlebnis. Und da drüben tuckert gerade die Bahn hoch zum Brocken. So, jetzt habe ich die Hauptroute erreicht, würde ich sagen, zum Brocken hoch, denn da ist der dreieckige Pfahl. Da ist der dreieckige Pfahl. Hier ist der EK-Sprung. Da komme ich zwar auch beim Hexenstieg dran vorbei, aber den nehme ich jetzt natürlich auch nochmal mit. Da drüben ist Torfhorst. Ich bin jetzt hier schon auf dem Goetheweg, der zum Brocken hochführt und der ist echt voll. Das ist echt eine Völkerwanderung hier, unglaublich. Ich gehe ja nicht so gerne auf den Brocken, weil da immer so viel los ist. Aber schön sieht das hier schon aus. Das muss man sagen. Und die darf natürlich auch nicht fehlen. Und noch eine von den tollen Bahnen hier. So, oben angekommen. Und hinter dem Brockenhaus, hinten links rum, da steht der Stempelkasten. Wir waren aber unter euch, wir waren aber sehr. So, da ist er. Da ist noch ein Sonderstempelkasten, den nehme ich natürlich nochmal mit. Und jetzt ist es schlagartig ruhig geworden, weil die Bahnen sind alle weggefahren. Das ist so schön entspannt hier oben, wenn die ganzen Züge weggefahren sind und hier dann nur noch so ein paar vereinzelte Hotelbesucher oder eben selbst Spätwegfahrer oder so hier oben sind. Das ist echt klasse.
So, Hammer Sonnenuntergang, den man allerdings auch auf dieser Kamera nicht wirklich toll sehen kann. Aber er sieht super schön aus. Natürlich ein traumhafter Start in den Tag hier. Wahnsinn. Und noch sind keine Bahnen gekommen. Alle hier noch zu Fuß hoch mit Fahrrädern gelaufen. Unglaublich, was hier hochkommt am Morgen. Toll. Jetzt geht's runter zur Eckartalsperre. Also ein perfekter Blick auf den Brocken und vom Brocken heute. Das war echt ein wunderschöner Morgen, muss man sagen. Hätte ich nicht gedacht, weil ich hatte ja mit Regen und Wolken und Kälte gerechnet. So. Sperre. Und hier kommen natürlich die Biker runtergeheizt. Sehr geil. Schwupp. Das sind die besten Aktien. Wenn man leicht links geht vom Brückenweg, das ist echt ein ganz schönes Plätzchen hier. Hat natürlich einen super Blick wieder auf die Talsperre. So, jetzt gibt es mal wieder einen neuen Stempel hier. Ranger Station. So, ein kleiner Schlenker zum Kruzifix. Nochmal einen extra Stempel mitnehmen. Das ist auch ein sehr schöner Weg. Deutlich einsamer jetzt natürlich als der Weg zum Brocken. Sehr schön. Oh, am Kruzifix ist ganz schön was los. Viele Wanderer jetzt hier in der Ecke unterwegs. Stempelkasten ist direkt da rechts an der Hütte. Und hier ist das kleine Kruzifix. Was für ein schöner Blick hier auf den Eker Stausee. Erstaunlich wenig Wasser. Das Ufer liegt tief. Und der Blick darüber. Ja, und da komme ich jetzt. Was? Jetzt zu hinten. So. Toller Blick hier rüber. Die Nummer 1 übrigens. Der Weg entlang der Eker führt jetzt auf der linken Seite der Eker entlang, Richtung Ilsenburg. Eigentlich wollte ich auf der rechten Seite gehen, aber der Wanderweg, der führt auf diese Seite rüber. Drüben ist auch einer, kann man sehen, aber die Brücke kommt erst viel später. Schwieriges Tal. Also hier habe ich es einfach mal so rüber gewechselt. Ist nicht dafür gemacht, aber Schuhe aus und dann geht das. Weil die andere Seite hier doch deutlich weniger begangen wird.
Also, wenn man kann, sollte man ruhig auf die rechte Seite rüberspringen, weil der Weg ist kaum oder gar nicht begangen. Aber es gibt hier auch eine Brücke, die dann auf die andere Seite führt nachher. Und das sieht hier sehr idyllisch aus. Also das Ekertal ist wirklich schön zu gehen. Jetzt bin ich hier in der Alsfelder Klippe, da kann man auch noch hochgehen. Gerade einen wunderschönen Hartstein gefunden da unten. Also lässt sich wirklich schön gehen, ist sehr lang und führt jetzt bis zum Sonderstempel, zum letzten Sonderstempel des Grenzweges. Und da ist er, der Sonderstempel Jungborn. Hier gibt es tatsächlich ein Start- und Zielbild für den Grenzweg.